Hey Leute, willkommen zurück beim Minecraft Explorer mitten in den Bergen. Und da hinten ist die Wüste. Ich habe mir kurz mal umgeschaut, habe die Wüste wieder gefunden und dachte mir so, weil mir der Berg da bekannt vorkam, laufen wir wieder zurück in die Wüste. Hier hatten wir zum Beispiel auch mal kurz gebuddelt. Also wieder Richtung Heimat. Hier pisst es auch wieder wie aus Kübeln. Und da würde ich vorschlagen, wir würden uns als erstes, auch wenn unsere Rüstung langsam und unsere Spitzhacke langsam beide Richtung Ende neigen, würde ich sagen, erstmal das Schwert verzaubern. Denn das hat ganz einfach was mit den Stufen zu tun. Aus dem einfachen Grund, auf Stufe 30 zu kommen, dauert halt länger. Oder es ist irgendwie so, dass die ersten 20 Stufen brauchen ungefähr gleich viel XP. Und dann wird es aber ziemlich krass dann langsam mit den Stufen. Und da muss man aufpassen, weil die dann unterschiedliche Anzahl von Experience Points benötigen. Und so kann man das ganz gut, ja, würde ich sagen, müssen wir mal gucken, nachdem wir verzaubert haben, wie viele Erfahrungspunkte wir dann noch benötigen, für all unsere schönen Sachen zu reparieren. Das können wir dann an einem Endwheel, an wie heißt das auf Deutsch? Komm, jetzt komme ich nicht drauf. Das Ding, wo man einen Hammer drauflegt, um Eisen zu glätten. Um Rohmaterial zu fixen. Schmiedeteil. Amboss. Amboss heißt das, genau. Das Ding, was man drum im Ohr hat. Im Ohr, genau. Wie der alte Knochen da heißt. Ich muss das Ding hier noch wegmachen. Sonst stören. Denken die Leute, ich würde hier die ganze Zeit noch was bauen und dann ist das nicht so. Hey, war Frank auf dem Server? Scheint so. Der hat nämlich schon wieder sich am Haus was verewigt mit Sachen drauf und so. Interessant. Ach nee, war ja auf dem Server, wo ich nee, da komme ich dann zurück teilweise. Ich weiß es nicht. Weißt ja, der war ja teilweise auf dem Server, wo ich dann weggegangen bin. Genau, da wollte ich zurück, aber ich bin dann nicht zurückgegangen. So einfach war es. Gut, wir wollen erstmal das hier machen. Und dann will ich mal kurz schauen. Enwheel war, glaube ich, wie das ging. Aber erstmal anderen Krams loswerden. Zum Beispiel die Emeralds und die Diamonds und sowas alles. So, 47 Diamanten haben wir schon. Sehr gut. Und hier jammert schon wieder jemand rum, wie ich es höre. Mein Gott. Man meckert da noch rum wegen Unprofessionalität, weil du da ganze Zeit hier rumschnatterst. Scheiße, jetzt wieder rum. Und wieder zu viele Steine. Nicht rumjammern. Böse Katze. Böse Katze. Okay, wir wollten erstmal. Wir haben das nicht da. Ey, ich werde mal langsam. Sie stört mich. Hier, die Workbench. Die werde ich mal mitnehmen. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich noch eine drinne habe im Inventar. Werde ich jetzt hier platzieren. Genau, ich habe noch eine drinne. Und die andere brauche ich ins hier rein. Wir haben ja noch fünf. Und dann, wie gesagt, werde ich mir mal kurz einmal neun rausholen. Und gucken wir mal. Müsste eigentlich so gewesen sein. Genau, da haben wir den Amboss. Ich weiß, der muss nämlich auch irgendwie nochmal repariert werden, soweit ich weiß, wenn er zu oft genutzt wird. Die meckert aber heute auch rum. Ich weiß nicht, was mit los ist. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Die, glaube auch, also die ist, glaube auch zu leise für euch. So. Jetzt lass mal kurz schauen. Wenn wir jetzt Diamant nehmen. Ein Stück. Und jetzt die Rüstung mal kurz abnehmen und dann gucken wir mal kurz nach, wie viel kostet denn die Reparatur mit einem Diamant? Eisenbahn. Kann man ja probieren. Ja, plus Level 30. Klar. Und hier war es, glaube ich, Level 22. 24. Ja. Level 30. Klar. Gut, ich würde sagen, wir haben genug.
Sachen, Diamanten, um uns ein Schwert zu basteln, was nämlich auch gebeten wurde, und um dieses zu verzaubern. Und dann würde ich sagen, müssen wir als nächstes dann doch die Rüstung machen, bevor das kaputt geht. Darauf habe ich auch keine Lust. Dass es einfach nur kaputt geht und dann haben wir nichts mehr. Oh, und wir müssen schlafen gehen. Tür zu. Hab keinen Bock auf Creeper oder Zombies oder sowas. Stock brauchen wir. Erstmal ein Schwert. Das wäre ganz gut. So. Achso. Verdammt. Raus nochmal. Tür zu. Ah, hier ist eine Workbench. Frag mich, wer die hier hingepackt hat. Ich nicht. So, 7 Angriffswert. Jetzt bin ich mal gespannt. Tür zu. Und wünscht mir Glück. Wollen wir ein bisschen rumspielen. So, und wir haben Rückstoß 2. Fuck. So ein Scheiß. Wer braucht den Rückstoß 2? Na gut. Besser als Loot wäre geil. Erhöhter Lootwert. Haben wir denn noch Diamanten da? Dann könnte ich mal gucken, wie viel das zum Reparieren kosten würde. Okay. Aber ab ins Bett mit uns. Das wäre mal ganz gut. Und nachdem wir die Bettgeschichte erledigt haben, heißt also... Ach, rein hier. Nachdem auch das ganze Regen vorbei ist, könnten wir mal einfach, so mein Vorschlag, Leute, Monster jagen gehen? Nein. Monster werden wir nächstes Mal meinetwegen jagen. Obwohl, wir werden mal bald wieder bauen. Genau, wir haben nämlich ja hier drinnen die Sachen. Jetzt hier drin ein paar Sachen. Gold, haben wir das gar nicht reingepackt? Oder ist das schon Gold? Oh mein Gott. Fuck. Okay, ist noch da drin und zum Glück haben wir hier noch. Eieieiei. Ich brauche eine Tür. Tür. Ich brauche irgendwas, wo ich noch Sachen hinpacken. Oh, das war einfach zu voll, die Truhe. Hätte Probleme machen können. Obwohl, wäre immer hier hängen geblieben. Und. Ich muss gerade meine Katze ärgern, weil die ganze Zeit hier andere Sachen ärgert. So, Glas hauen wir erstmal hier rein. Könnten wir die Glassachen meinetwegen nächstes Mal machen. Wir haben so viel Glas. Lauren, kann man nicht? Nein, kann man nicht. Leider nicht. Gut, haben wir das auch mit erledigt? Entweder brauchen wir jetzt erstmal nicht. Genau, ich wollte die anderen Sachen machen. Wo sind meine Eisenblöcke? Da. Nehme ich erstmal so. Die wieder zurückverwandelt. Und genauso mit dem... Ne, ich werde Redstone... Ich werde mir mal so machen. Ach, danke. Dass ich bis auf ein 64er Stack, den ich jetzt mal hier hinpacke, noch einen neuen Redstone mitnehme. Und den Rest einfach wieder in... Find's geiler. In... Redstone... Kubusse verwandeln. Jetzt dann Würfel. So. Okay, mehr kann ich nicht. 43 ist aber auch mehr als genug. So. Und die Kohle natürlich. Mal gucken, wie es mit dem Inventarplatz danach aussieht. Bumm, Salah. ja. Das auf jeden Fall schmilzt erstmal. Es schmilzt nicht, weil ich glaube, der Server hat wieder ein Problem gerade. Oder mein Internet hat ein Problem. Auf jeden Fall funktioniert es gerade nicht. Ich guck mal, ob ich noch ordentlich rauskomme. Und bis gleich. Ja, Internet hat sich zum Glück gefangen. Oder keine Ahnung, der Server. Bevor irgendwas kaputt geht, habe ich es lieber gemacht. Und ja, ich will natürlich ganze Kohle bis auf den 41er Stack einfach mal hier reinpacken. Und gut, der füllt sich jetzt hier unten. Dann haben wir erstmal Kohle über Kohle.
War ganz gut, dass wir das gemacht haben. Auch wenn sich vielleicht ein paar beschwert haben. Ich weiß es ja nicht. Ich habe den Part ja noch nicht hochgeladen. Wir könnten in die Hölle gehen. Und dort ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Machen wir das mal. Ab in die Hölle. Waren wir ewig noch nicht. Und... ja, bezüglich Loot in der Hölle. Egal, ab in die Hölle. Und das hier könnt ihr also gefälligst selber nehmen. Ich dachte schon, jetzt ist ein Chicken rausgepoppt. Da bin ich mal gespannt. Diamantrüstung und so. Ob wir ein paar Loren und sowas töten können. Ich habe ja gesagt, wir machen eine Glasdache, aber... hey! Können auch mal hier reingehen. Aber auch lange nicht mehr. Ich habe einen Gast gehört. Ich habe überlegt, ob ich hier vielleicht die einfach mal angreife. Ob die vielleicht irgendwie ein paar Kameraden haben. So. So, jetzt sind sie erstmal ein paar Minuten aggro auf mich. Da oben ist zum Beispiel einer, aber irgendwie hat er doch keinen Bock aggro auf mich zu sein. Komisch. Na, Rückstoß kann auch mal ganz gut sein, davon abgesehen. Da will ich mich nicht beschweren. Hey. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Hier habe ich ja unten zugemacht, glaube ich. Oder jemand anders hat es zugemacht. Ich glaube, ich habe es zugemacht. Jetzt... oh, fuck, Mann. Da gehe ich nicht runter. Vielleicht finden wir auch ein paar Wither-Skelette. Wäre mal ganz cool. Was passiert denn da? Okay, da geht es auf jeden Fall runter. Aber hier ist doch gar kein... Mann! Hier war wahrscheinlich Glowstone. Ich habe gerade geguckt, ob hier nochmal irgendwie Festung ist, aber nein, war es nicht. Haben wir hier oben ein paar Kameraden? Die ein bisschen zu ärgern sind. Ich höre schon mal einen Gast. Da hinten ist einer. Verdammt, zu kurz. Ist zu weit weg. Komm schon. Ich hab dich getroffen, Junge. Autsch. Können wir auch mit dem Wassereimer machen? Oder mit dem Brot? Zack. Wow. Man schwenkt um. Die sollte was essen. Komm schon. Komm schon. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Oh, verdammt, jetzt knallt er auf jeden Fall weg von mir. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ach, ist ja klar. Die gut sind, die explodieren. Okay, wir haben ihn getötet. Ich glaube, das bringt nichts. Der ist über Lava gestorben. Ah, Mann, wir wollen doch Erfahrungspunkte haben. Und irgendwo müssen doch die komischen Lawn-Spawner und sowas alles sein. Sollen wir doch hier runter? Gott, nie und nimmer. Ey, da kann man doch, muss man da nicht runter. Wir waren doch schon mal da. Genau, hier ging es nämlich weiter. Irgendwie hier drinnen. Und irgendwo waren hier hinten noch die Loren. Wenn hier nicht eine Sackgasse wäre. Okay. Dann waren hier hinten nicht die Loren. War nicht hier noch irgendwas? War nicht irgendwie relativ nah noch irgendwie? Wo ich mich auch erstmal gewundert habe. Ich dachte, da sind welche. Komm schon, Leute. Wie weit geht das denn noch? Krass, die Festung ist schon ein bisschen sehr übel aufgebaut. Aber nirgendwo Gegner. Hallo. Was ist denn das für eine Hölle, bitteschön? Eine Hölle ohne Gegner. Okay, da sind ein paar Schweine. Aber ich wollte eigentlich keine Schweine haben.
Frage ist, wie ich auch wieder zurückfinde. Weiß ich so ganz genau. Wow, 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 wow. Da war noch eine Lücke gewesen. Okay, ich könnte hier runterspringen. Könnte es aber auch sein lassen. Okay, hier unten würde ich auf jeden Fall... Oh, okay. Erstmal heilen lassen. Ich will die Schweine töten. Allerdings, gerade erstmal ein bisschen regenerieren. Da hinten geht es auf jeden Fall wieder zurück zu dem Ding. So. Regeneriere dich mal schneller. Du Anti-Held. Was ist denn hier alles noch? Da ist nochmal Quarz. Für Marmor auf jeden Fall. Ist noch hier, ist noch am Rand der Netherfestung auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie es ist, gegen die zu kämpfen mit Rückstoß. Also nicht nur gegen einen, sondern gegen mehrere dann. Hey, du! Komm, 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 komm. Es sind nur zwei. Ja, klar. Wow. Doch, jetzt kommt er an. Hoho. Und der hat Gold rufen lassen und ein Goldschwert. Doch gesehen, der hat ein Goldschwert gehabt. Aber nur ein ganz normales. Okay, ich habe noch gehofft. Manchmal sind sie verzaubert. Die geben nämlich hier Erfahrungspunkte, gute. Aber auf jeden Fall ist es schon wieder weg. Manchmal wimmelt es doch nur von Schweinen und denkst so, was? Teufel. Hinten zum Beispiel. Hey, seid ihr alle taub oder blöd oder irgendwas zwischen den beiden Sachen? Ich kann euch töten, Junge. Wir machen aber auch ein bisschen Schaden. Jetzt ist da oben schon wieder ein und der traut sich nicht. Ah. Der muss doch bloß ein paar Stufen runterlatschen. Komm her. Danke. Mein Gott. Regeneration war auch schon mal schneller, hab ich mal festgestellt. Okay, der kommt an. Lass erstmal hier hingehen. Denn die machen schon 2,5 Schaden und das ist nicht gerade zu wenig. Trotz Rüstung. Gast? Bist du sauer auf mich? Ja, er ist sauer auf mich. Komm her. Trau dich. Autsch. Ach mein Gott. Wow, der hat es jetzt aber gewollt. Mein Helm ist kaputt. Ui. Meine Rüstung sieht auch nicht so besonders aus. Die machen doch ein bisschen zu viel Schaden. Vielleicht sollte ich nur normale Zombies töten. Hm. Bis ich Stufe 30 bin, dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen. Guck mal, ich kann mit Wasser hier zum Ausmachen. Wusste ich's doch. Alle sagen immer, ich kann mit Wasser das nicht ausmachen. Kann ich doch. Ich höre Schweine. Okay. Einer will's wissen. Komm her. Trau dich. So, die Erfahrungspunkte nehme ich nochmal mit. Will die nicht umsonst abgeschlachtet haben. So, jetzt muss ich mich irgendwie reinbuddeln, so wie es aussieht. Okay. Ja. Sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Weil es sein kann, hier ist Dead End, oder? Nee. Warum nicht? Die Netherfestung, die haben schon was. Total toll gebaut. So, mal hier hoch. Damit werden wir auf jeden Fall eine Etage höher. Sind jetzt hier überall Wände? Was ist das da? Ist das ein Spawner? Ne, ist einfach nur Feuer. Okay, von hier sind wir runtergesprungen. Hätten wir uns auch erleichtern können. Müssen uns nicht mal wehtun. Hier kann man wieder runter. Magma-Slime höre ich.
Das Magma Slime da. Hat er mich schon gesehen? Yep, sieht so aus. Oh, schade, schon so schnell kaputt. Wollte ein bisschen Cream haben. Magma Cream. Okay, ich habe noch einen gehört. Aber jetzt laufe ich gerade an dem vorbei. Wow, wow, wow. Das ist der große Bruder. Tut mir bloß nicht weh. Wow. Oh, da haben sie jemand Magma Cream fallen lassen. Hey, das sind viele. Ich muss aufpassen. Die können mich einen anzünden. Wow. Okay. Der zum Glück nicht. Oh. Hä? Ich muss echt mit den Rüstung aufpassen. Mit der Rüstung. Jetzt werde ich mir, wenn ich draußen bin, erstmal die Rüstung wechseln. Und wir haben zweimal Magma Cream bekommen. Sehr gut. So, wo geht's hier lang? Wieder zurück? Ich glaube, von hier sind wir gekommen, genau. Gut. Das ist, hat mir eigentlich gefallen, gerade mit dem Magma Slime. Ich höre schon wieder ein. Wo ist der? Und warum ist hier Ende? Und warum ist der Part zu Ende? Verdammt, dann finden wir überhaupt raus. Das beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.